Jetzt atme ich mal durch. Sehe ich dann? Oder wollen wir gemeinsam atmen? Ich bin ja auch Yoga-Lehrer, wollen wir gemeinsam atmen? Schließen wir die Augen. Denken an die Liebsten, die gegangen sind. Denken wir an die Größen, an unsere Freunde, die gegangen sind. Ich denke insbesondere jetzt an Reinhard Häfner, an Hans-Joachim Wolfram, Außenseiter Spitzenreiter, mit dem ich eine herrliche Show hinter mir habe, viele Erlebnisse und ich könnte vieles aufziehen. Und das Schöne und das Wunderbare auch heute wieder ist das, wenn wir jemanden verlieren und ihr seid überzeugt davon, in diesem Universum kommt nichts weg. Wenn ihr jemanden grüßen wollt, schließt dieser die Augen und sagt, hallo, bin heute beim Bälle, da ist es immer lustig und vielleicht ein bisschen ernsthaft. Und los geht's, Bellmann. Was kann sich Bellmann mehr wünschen als einen Mann, der eine Frau ist? Angelika Mann, mein Stargast, wunderbare Frau. Alles sehr detailliert, das ist Ihnen in dem Person ans Gerät. Und vorher hat sie gesagt, wir reden hier über Sex. Also, ja, Angelika. Angelika Mann. Sie da auch so eine schöne Vorderecke. Ach, diese Ulla. Das wird nicht mit uns heute. Nee. Liebe, darf ich Ihnen diesen Platz anbieten? Ja, der ist direkt neben mir. Danke. Ihr Leben lang war scheiße sie, dann ist sie nach dem Westen abgehauen, dann lief nicht mehr. Geschichte geschrieben neben Angelika Mann haben in unserem Land natürlich die Pudis. Aber einer davon gibt nicht auf. Er macht immer wieder weiter und er nennt sich heute Quaster. Spitzname. Er wird uns sicher noch mal sagen, wie es entstanden ist. Heute hier, Tiro Hedman! Ja, nun bin ich kein Fuchs, sondern ein Schwein nach der chinesischen Astrologie. Haben wir nachgedacht, Frechfuchs heißen die beiden, die jetzt kommen. Da ich kein Englisch dachte, dachte ich als frecher Fuchs, aber es heißt lieber frischer Fuchs. Da sind sie, Frechfuchs! Wir alle gemeinsam hier im Gläsern Studio vom Elbebau. Danke, dass ihr gekommen seid. Jetzt öffnen wir unsere kleine Brille. Muss ich mich jetzt trinken? Na klar. Bis jetzt wirst du dir nicht freuen. Ich will das auch ausfallen. Du kriegst da noch eine. Wenn ich ausfallen werde, zieht mich aus. Ich bitte, dass du ausfallen wirst. Vielleicht hast du schon Druckschuss erlebt, wo ich gesagt habe, Digga. Ist ja normal, das ist ja doch nicht. Es will niemand normal sein, Leute. Wer will normale Menschen? Wir brauchen Sänger, Prost, wir brauchen Künstler. Halt, nochmal, wir haben einen gemeinsamen Trinkspruch. Wir haben alle Ethik nicht drin. Einen gemeinsamen Trinkspruch. Achtung, nehmt euch das, schaut euren Nachbarn ins Gesicht und sagt ihm mal, du bist ein wunderschöner Mensch. Was? Du bist ein wunderschöner Mensch. Angelika, du bist die allerallerschönste. Ja, der kommt hoch sein. So, also, liebes Publikum zu Hause, Sie erleben es wieder mal live ernsthaft. Ich habe es ja schon bemerkt. Schon zu Beginn ist sehr ernst. Hier aus den Gläsern im Studio in Elbebank. Ich habe schon ein bisschen was hinter mir, ich halte schon Verkehr, komme gerade aus dem Dresden 1900 und habe mich natürlich sehr gefreut auf diese wunderbaren Gäste.